Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den 23. Strasser Faschingssitzungen. Schön, dass Sie heute bei uns dabei sind. Ich bin Prinz Reinhard, der Erste. Und ich, seine majestätische Prinzessin Verena, die Erste. Es ist uns eine große Freude, den Untertanen heute eine besondere Unterhaltung zu bieten. Ja, ich glaube, die Leute nach zweijähriger Pause können sie früh erwarten. Wir haben das Motto, die 60er, also da ist viel Programm drinnen. Für uns ist das natürlich fürs Programm wichtig. Es sind musikalische Beiträge daraufhin abgestimmt und vor allem auch für die Gäste, für die Maskierung. Bevor wir zur Grenze kommen sind, hat der Papa gesagt, den setzen wir nicht hinten rein, weil der da wischen zu uns. Den setzen wir auf den Rücksitzbank, hat der Papa einen Hut aufgesetzt und einen Mantel angezogen. Dann sind wir zur Grenze gekommen, hat der Herr da mit der Uniform an, hat er halt, geht alle, reingeschaut. Ganz klar ist im Gesicht geworden, geschnappt hat er, gesagt, ist in Ordnung, könnt ihr weiterfahren. Hab ich noch gehört, wie er zum anderen Kollegen gesagt hat, du Josip, weißt was, nicht zwei Deppen und durch den Rücksitzbank dann sitzt, kommt der Arsch gerade wie so. Und der Stadtmann Tierschädel hat uns bekannt gegeben, bist du des Lebens nicht mehr froh, vor mein Tierchen sein Bischof. Der Sau, was geht, was ich heute für einen Beich hab da. In der Früh aufgestanden, da hab ich müssen ins Bad gehen, Zähne putzen. Drei am Wasserhahn auf, reißt mit der Hebel vom Wasserhahn an. Dann geh in die Küche, will ich mir einen Kaffee machen, mach ich das Kastl auf, reißt mit der Griff vom Kastl an. Und jetzt reißt mit der Besen auch noch an. Alles, was ich heute angreife, bricht an. Ich trau mich nicht einmal mehr losen, gell? Schwestern. Zwillinge. Ja, eineige. Und wir haben heute Geburtstag. Jo. Also. Happy Birthday. Alles Gute zum Geburtstag. Wünsche ich dir auch. Ich hab da was mitgebracht. Mei, das ist ja lieber Torten. Da sind ja nur zwei Stückel drin. Hast du den Rest unterwegs gegessen, oder was? Nein. Du kommst auf das. Na, du, zwei Stücke reichen ja wohl. Für die, du musst die abnehmen.
Bin ja der Theke gesessen, gell? Das war so um die Mittagszeit, sind zwei Polizisten gekommen und haben ja Essen abgeholt. Und weißt du, wenn zwei Polizisten da stehen und käbeln, dann kriegst du solche Lauschrauben, ne? Weil sie könnten ja von wen reden, was du da ins Kennst. Und dann sagt der Jüngere zum Eltern, du, wie ist denn der Streit gestern mit deiner Frau ausgegangen? Der Ältere ganz so, ja, auf Knie ist sie dahergerutscht gekommen. Ich sag, und, was hat sie gesagt? Ewig kannst du dich nicht unter dem Tisch verstecken, du Feigling! Ich habe meine Wähler überzeugen können, dass B ein besonders Grundanlagsmittel ist. Aber wirklich ausschlaggebend, das war mein Deißel-Rally, die im Wahlkampf geführt hat. Man muss die Leute nämlich dort abholen, wo sie stehen. Verstehe, an der Basis? Nein, an der Bar. Klimaaktivisten, dass sie vielleicht bei uns auf der Straße blicken beim Kennen. Und ein paar zu dir Frage, bin ich jetzt auch ein Klimaaktivist? Das verstehe ich nicht. Wie kommen Sie jetzt da drauf? Ja, ich war nämlich gleich einmal Burschen auf der Heimbauer und wenn du da ein bisschen erinnern kann an die 60er Jahre, sind die nicht so viele da, sind meistens 500 Jahre alt. Schau, das war Wellness. Und das war die Fernseher früher und ich weiß heute noch, wer war Fernsteuerung? Ich. Und das war Navi. Navi, runtergekommen, wo geht's denn da weiter? Und da haben wir gewusst, wo Milch herkommt, gell? Bei Kuh. Ohne Kraut, sie sind so scheiße. Ja, werte Gäste, das war unser traditioneller Dr. Janosch mit den besten medizinischen Ratschlägen. Unser Vizepräsident, ha!